Tennis-Spitzensport hier auf Hauptstadt Sport TV. Ein Derby, an das man sich bei Rot und Blau-Weiß wohl noch eine ganze Zeit erinnern wird. Die Emotionen kochten über. Es hätte spannender einfach nicht sein können. Am Ende siegt Rot-Weiß im entscheidenden Doppel-Match-Tiebreak und gewinnt das Berliner Stadtderby hauchdünn mit 5:4. Also spannender geht's nicht. Entscheidender Match-Tiebreak im Doppel. Unser Spitzendoppel Rudi Mollecker und Daniel Altmaier rocken das Ding dann, ja. Ja, erstmal Riesendank an alle Blau-Weißen. Es war echt eine unglaubliche Atmosphäre. Das war wirklich wie ein unglaubliches Heimspiel für uns hier. Auch jetzt ist immer noch alles voll und alle essen, trinken und es ist einfach geiles Tennis hier und ich freue mich, dass so viele Leute auch davon begeistert sind, wie wir spielen. Aber zurück auf los, zurück zum Anfang. Beide Teams waren in absoluter Bestbesetzung zum Derby angetreten. Und wie schon vor 2 Jahren war der Andrang auch diesmal enorm. Über 500 Zuschauer ließen sich das Tennisspektakel der beiden Hauptstadtvereine nicht entgehen. Das Highlight des Tages und von allen heiß erwartet war natürlich das Spiel von Rudi Mollecker auf der 1 von Rot-Weiß. Erst vor wenigen Tagen konnte Mollecker, das zurzeit wohl größte deutsche Tennistalent, bei den Hamburg European Open den zweimaligen Turniersieger und Weltranglisten 51. Leonardo Meyer schlagen. Und sogar Tennislegende Boris Becker nannte den gebürtigen Ukrainer vor wenigen Wochen den vielleicht besten 18-Jährigen der Welt. Die Erwartungen an das Derbyspiel gegen Joao Monteiro von Blau-Weiß waren dementsprechend hoch. Mollecker enttäuschte diese am Sonntag definitiv nicht und gewann klar und eindeutig in 2 Sätzen brutal mit 6:1 und 6:2. Das Ergebnis sprach für sich, es war relativ eindeutig und mein Gegner heute, ich glaube, ein bisschen angeschlagen gewesen. Auch Mollekers Freund und Teamkollege Daniel Altmaier konnte am Derby-Sonntag sein Einzel gewinnen. Er besiegte den Portugiesen Nuno Borges mit 6:3 und 7:6. Auf der 6 traf mit Robert Strombach und Niklas Braun 2 alte Rivalen aufeinander. Nachdem Strombach bei den letzten Begegnungen das Nachsehen hatte, lief es beim Derby wesentlich besser für den Mann von Rot-Weiß. Am Ende konnte er mit 6:3 und 6:4 einen Sieg einfahren, der, wie sich später noch zeigen sollte, sehr wichtig für sein Team war. Die letzten Male eigentlich immer gegen ihn verloren. Deswegen war das heute wie so eine kleine Revanche für mich. Hab wirklich gut gespielt, mich reingefightet, jeden Punkt gepusht. Aber wie das mal ist, hat Robert heute einen besseren Tag gehabt, hat sehr gut gespielt und gerade beim Return unglaublich Druck gemacht. Und den ersten Erfolg des Tages für Blau-Weiß machte der Tscheche Michael Vrbenský klar. Sein Gegner war der Rot-Weiß-Neuzugang, der Nabe Zapata Miralles aus Spanien. Vrbenský machte hier das klar bessere Spiel und siegte am Ende souverän und verdient mit 6:2 und 6:4. Richtig spannend wurde es dann bei dem Aufeinandertreffen von Petr Lusa und Jean Romain. Nachdem Romain den ersten Satz mit 6:3 für sich entscheiden konnte, kämpfte sich Lusa zurück und siegte im zweiten Satz mit 6:4. Die Entscheidung musste also im Match-Tiebreak fallen. Jean Romain hatte hier die Nase vorn, ein bisschen weiter vorn und gewann knapp mit 10:8. Nun waren alle Augen auf Augustin Velotti und Nino Serdarusic gerichtet. Damit es in den Doppeln auch weiter spannend bleiben konnte, musste Velotti von Blau-Weiß sein Einzel unbedingt gewinnen. Nachdem er den ersten Satz noch mit 1:6 verloren hatte, drehte Velotti das Spiel im zweiten Satz und erzwang durch ein 6:1 den Match-Tiebreak. Hier zeigte er dann keine Nerven
und hielt sein Team mit einem 10:8. Denkbar knapp wieder Sieg auch weiterhin im Rennen. Es war und blieb also spannend, hochspannend im Derby. 4:2 der Zwischenstand nach den Einzelmatches für Rot-Weiß. Aber Blau-Weiß glaubte weiter an den Erfolg und das zeigten Niklas Braun und Nuno Borgic mit einem schnellen 6:2 und 6:1 Doppelsieg gegen Sebastian Rischig und Dominik Schulz. Wir haben alles gegeben. Wir haben uns in eine super Position gebracht hier am Ende. Augustin Velotti und Laszlo Urrutia Fuentes machten die Aufholjagd vom TC Blau-Weiß kurz darauf perfekt. Nach einem 3:6 und 6:3 in den ersten beiden Sätzen gewannen sie gegen das Duo Bernabe Zapata Miralles und Robert Strombach im Match-Tiebreak mit 10:3. Ich habe mit dem Spanier Bernardo Zapata Miralles gespielt, der jetzt neu im Team ist. Wir haben eigentlich wirklich gut zusammen gespielt, ersten Satz gewonnen, zweiten dann leider wegen einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters verloren. Die Stimmung nun am Siedepunkt. Es stand 4:4 und kurz nach Ende dieses Spiels ging auch das letzte und entscheidende Doppel in den Matchstand. Rudi Mollecker und Daniel Altmaier gegen Michael Vrbenski und Petro Muse. Ein Spiel auf absolutem Top-Niveau. In einem nervenaufreibenden Match-Tiebreak entschieden am Ende Mollecker und Altmaier das Derby mit 10:7 für sich im LTTC Rot-Weiß. Nach dem Matchball, aber wie sollte es auch anders sein, kannten die Emotionen dann keine Grenzen. Ich glaube, die Emotionen sind ja dann auch übergeschäumt und wir haben allen freien Lauf gelassen. Es war ein toller Tag. Also, spannender Tag. Wir waren die Glücklichen am Ende. Ja, ich bin jetzt auch völlig fertig, also genießen Sie die Terrasse. Dann sogar fast noch alle drei Doppel gewonnen. War unglaublich, aber gut. Gratulation an Rot-Weiß. Ein Derby, das seinen Namen wirklich alle Ehre gemacht hat. Und eines ist klar, wenn der Berliner Tennisklassiker im nächsten Jahr wieder stattfinden sollte, wird man sich sicherlich gut an das Derby in diesem Jahr zurückerinnern können. Was?